Aber wenn man mehr als einen Menschen aus sich macht, wenn man sich einem Ideal verschreibt und wenn keiner sie aufhalten kann, dann werden sie zu etwas gänzlich anderem. Und das wäre? Zu einer Legende, Mr. Wayne. Gotham braucht seinen wahren Helden. Nein. Man stirbt als Held oder lebt so lange, bis man selbst der Böse wird. Ich kann es gewesen sein, weil ich kein Held bin, so wie Dent. Ich habe diese Morde begangen. Das ist es, was ich sein kann. Nein, nein, das dürfen Sie nicht, das sind Sie nicht. Ich bin, was immer für Gotham nötig ist. Ich wollte Gotham retten, aber ich hab versagt. Warum fallen wir, Sir? Damit wir lernen können, uns wieder aufzurappeln. Du hast mich immer noch nicht aufgegeben. Niemals. Es hat mich nie gekümmert, wer Sie sind. Und das war richtig. Aber sollten die Menschen den Helden nicht kennen, der Sie gerettet hat? Jeder kann ein Held sein. Auch ein Mann, der etwas so Einfaches tut, wie einem kleinen Jungen einen schützenden Mantel um die Schultern zu legen und ihm zeigt, dass die Welt nicht untergegangen ist. Man wird sie jagen. Sie werden mich jagen. Mich verurteilen. Die Hunde auf mich hetzen. Weil es das ist, was nötig ist. Weil die Wahrheit manchmal nicht gut genug ist. Manchmal verdienen die Menschen mehr. Manchmal verdienen die Menschen, dass ihr Vertrauen belohnt wird. Warum läuft er weg, Dad? Weil wir ihn jetzt jagen müssen. Okay, wir gehen rein! Los, los, Bewegung! Er hat doch nichts Falsches getan. Weil er der Held ist, den Gotham verdient. Aber nicht der, den es gerade braucht. Also jagen wir ihn. Weil er es ertragen kann. Denn er ist kein Held. Er ist ein stiller Wächter. Ein wachsamer Beschützer. Ein dunkler Ritter.